Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Edition. Wir holen uns alles, was wir finden können, und zwar diesen Aufwecker noch mit dazu. Und machen einen Trainerkampf. Mit Licht jagt einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Was für eine Lebensweisheit. Feuerspucker Ude möchte kämpfen. Schickt Vulpix in den Kampf. Okay. Level 9. Setz dich drauf, Lorblatt. Joa, mit Tackle, das geht. Und wir haben 121 Erfahrungspunkte bekommen und Feuerspucker Ude besiegt. Blitz! Knight erhält 432 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Wäre die Höhle hier schon zu Ende? Ja. Ich will trotzdem nochmal wissen, was da oben ist. Bei dem Typen. Ein wildes Zubat. Los, Lorblatt. Mach es platt. Genau hier wollte ich hin. Ein Radfratz. Was macht das in der Höhle? Das gehört ja gar nicht her. Lorblatt erhält 32 Erfahrungspunkte. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Okay. Ah, so ein Freak. Satoru möchte kämpfen. Satoru schickt Fleckmon in den Kampf. Ein Wasser-Pokémon. Wie schön ist das denn? Tackle. Irgendwie bin ich froh, dass wir zurzeit nur Lorblatt haben, da das relativ gut im Level aufgestiegen ist. Sonst hätte man, glaube ich, bei dem Kampf ein bisschen mehr Probleme. Lorblatt erhält 211 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Uff, mein armes Pokémon. Knight erhält 600 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Ach ja. Ein Radfratz. Los, Lorblatt, greif es an. Mit einem Tackle. Radfratz wurde besiegt. Lorblatt erhält 32 Erfahrungspunkte. Verrückt. Knight findet TM39. Wir könnten ja mal gucken, was die TM39 ist. Oder meine Fans schreiben es mir. Knight findet X-Abwehr. Ein wildes Ratzfratz. Los, Lorblatt, mach einen Tackle. Bam. Wow, fast tot. Jetzt bin ich aber enttäuscht, Lorblatt. Das hätte eigentlich mit einem Treffer erledigt sein können. Lorblatt erhält 65 Erfahrungspunkte. Wobei, nee, ich bin stolz auf Lorblatt. Das schlägt sich bis jetzt so wacker und ich bin noch kein einziges Mal komplett gestorben. Ein Zubat. Los, Lorblatt. Tackle. Juhu, 38 Erfahrungspunkte für einen Kampf, der hätte nicht sein müssen. Oh mein Gott. Ich
möchte nicht wissen, wie viele Kämpfe ich am Ende bestritten habe. Tackle. Zubat wurde besiegt. Lobat erhält 38 Erfahrungspunkte. Yay. Und damit sind wir aus dem Einheitstunnel raus und sind auf Route... Oh Gott, 33? Hechel, Keuch, endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer als ich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden, also habe ich sie verlassen. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Gegengiftbeere. Gegengiftbeere erhalten. Nein, steckt Gegengiftbeere in Itemtasche. Yay! Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Das werden wir sehen, wenn ich mit dir fertig bin. Ein Wanderer. Tom möchte kämpfen. Kleinstein. Wer hätte das erwartet? Das dürfte kein Problem darstellen. Bam. Die Attacke ist sehr effektiv. So soll das auch sein. Und ein Hollo. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist genauso schnell weg wie das Kleinstein, deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken mehr. 207 Erfahrungspunkte und ich habe wieder kein Level Up erreicht. Meine Güte, warum ist das immer so knapp? Wow, du hast mehr Mumm als ich. Knight erhält 352 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Azalea City. Ach ja, das mit der Fleckmon-Route war hier. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Holzkohleofen. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser wir bleiben zu Hause. Wo sind nur all die Fleckmon hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Nein, das glaube ich eher weniger. Bist du gekommen, um Kurt zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Erstmal gehen wir ins Pokémon Center. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Jo. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ding, 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 ding. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen wir deshalb wieder vorbei. Steht hier noch ein Angler rum? Auf Bills PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Und was sagt der uns? Beherrschen deine Pokémon VM-Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn dein Pokémon besiegt worden ist. Und wir gehen gleich mal zu Kurt. Gehe durch Azalea City und du landest im Steinchenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich, weiterzukommen. Deine Pokémon... Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Den werden wir uns auch bald besorgen. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Aprikoko Weiß. Knight steckt Aprikoko Weiß in Itemtasche. Daraus können wir einen Turboball machen lassen. Wer bist du? Knight, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal. Ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmon ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmon! Der alte Kurt ist auf dem Weg. Und weg ist er. Und hier mache ich erstmal eine kleine Break. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.